und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Heute geht es alles um gute Orte, wo ihr in Palworld teils schöne, teils sehr funktionale, die aber auch sehr groß sind und teils ja, sehr große Basen bauen könnt. Ich werde das Ganze ein bisschen splitten und zwar werde ich nochmal ein extra Video machen, wo ihr genau die besten Orte finden könnt, um doppelte oder Dreierbasen zu machen. Das heißt, ihr stellt zwei oder drei Palboxen direkt, also in direkter Nähe auf, sodass ihr im Endeffekt eine riesige Base bauen könnt, ein riesiges Schloss oder ähnliches, wonach euer Herz gerade beliebt. Das hier ist beispielsweise meine aktuelle Base auf meinem, ja, ich sag mal, Hauptspielstand, also da, wo ich Level 50 bin. Das bin ich bei den anderen jetzt logischerweise noch nicht, weil ich da nur zum Bauen reingegangen bin und das Spiel an sich jetzt nicht so direkt gespielt habe. Ich habe hier alles drin, was man braucht, alles, ja, was man benutzen muss, was die Pals brauchen. Ich habe hier in der Umgebung sehr, sehr viele Eisenvorkommen. Ich habe eine wunderschöne Aussicht. Ich nenne das Ganze meine Drei-Seen-Platte, wo ich das Ganze gebaut habe. Aber es gibt auch einen ganz, ganz großen Nachteil. Und zwar, wenn ich hier in dieser Base bin und hin und wieder, wenn ich zurückporte nach hier, aber auch wenn ich mich einlogge, dabei jedes Mal tauchen andere Pals auf, mitten in mein Gebiet. Manchmal tauchen Händler auf, manchmal tauchen andere Pals auf, die dann direkt platt gemacht werden von meinen Pals. Manchmal tauchen allerdings auch Wilderer auf. Das dauert dann ein bisschen länger, bis die Pals die platt gemacht haben, je nachdem, welche Wilderer das sind. Und das ist ehrlich gesagt doch tierisch nervig. Deswegen zeige ich euch jetzt ganz viele tolle andere Stellen, wo ihr ebenfalls noch bauen könnt. Und wenn ich es nicht vergesse, werde ich an jeder Stelle, die ich hier überfliege, auch zeigen, wie das auf meiner Basis, auf diesen oder auf einen anderen Speicherstand aussieht momentan. Und bevor ich es vergesse, dieser Platz mit den drei Seen, wie ich sie nenne, liegt bei minus 310 und minus 10. Das sind die Koordinaten, die ihr jetzt in diesem kleinen Bild ganz unten links am Rand seht. Und damit könnt ihr euch dann orientieren, wohin ihr fliegen wollt. Wenn ihr nämlich den Cursor hier so ein bisschen bewegt, dann seht ihr schon, dann verändern sich auch die Koordinaten unten links. Und damit könnt ihr dann am einfachsten herausfinden, wie ihr dorthin kommt. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Basis habt, die ihr unbedingt machen möchtet, also davon die Koordinaten habt, dann sucht euch den passenden Punkt raus, drückt einmal die E-Taste, also am PC zumindest, und dann könnt ihr euch hier einen entsprechenden Marker aussuchen. Ich markiere diese Orte in der Regel mit einem Häuschen und dann gebt ihr einmal mit Escape wieder zurück und dann habt ihr dieses Häuschen hier markiert und dann könnt ihr euch da leicht dran orientieren, in welche Richtung ihr gehen bzw. fliegen müsst. Ein anderer Tipp noch, wenn ihr das Ganze auf einem neuen Speicherstand machen möchtet, in der Regel ist es ja so, dass man in diesem Spiel hier unten in der Ecke anfängt, und zwar in der Ebene des Aufbruchs. Aber es gibt noch andere Orte hier, wo ihr ja theoretisch spawnen könnt, in Anführungszeichen. Auf dem Server konnte man es sich auswählen, auf einem Server, auf dem ich war. Normalerweise bei den Einzelspielständen hatte ich es nicht, dass ich da irgendwas zur Auswahl hatte. Entsprechend musste ich dann hier auf die Ebene des Aufbruchs eben kurz die Treppen hochlaufen, runterspringen, habe dann hier den Wegschrein aktiviert, falls ich da in die Richtung hin möchte, weil hier ist eine sehr, sehr gute Ecke, um Pals zu farmen oder hier ins kleine Dorf zu gehen beispielsweise. Da ist der, ja, wie ich finde, erste gute Boss, den man dann auch recht schnell besiegen kann, das Chili mit Level 11. Und ja, da solltet ihr auf jeden Fall erstmal den Wegschrein aktivieren. Dann könnt ihr euch theoretisch sterben lassen, und zwar indem ihr auf Escape drückt und dann auf Respawn. Aber ich muss dazu sagen, dass das serverabhängig ist. Wenn ihr privat spielt, hängt es natürlich von euren Einstellungen ab. Auf dem Server hängt es von den Einstellungen dort ab, ob ihr eure Sachen dann auch behaltet oder ob ihr dann woanders komplett nackt in Anführungszeichen wieder aufwacht. Die Kleidung habt ihr natürlich auch noch bei euch. Aber alles andere, was im Inventar ist, würde dann je nach Einstellung, beziehungsweise im Hardcore-Modus glaube ich auch, die Kleidung
würdet ihr dann verlieren. Jetzt geht es aber los mit den Koordinaten. Ein Ort, den ich gewählt habe, wo ich bereits ein Häuschen am Bauen bin, das ist hier dieser Berg. Da könnt ihr theoretisch auch zwei Palboxen hinstellen. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich tun werde. Dann kommt ihr nämlich ungefähr mit dem Kreis, ja, ich sag mal ungefähr bis hier unten hin. Hier sind auch drumherum viele gute Ressourcen. Beispielsweise da sind zwei Erzblöcke schon drin. Hier findet ihr überall zwischendurch immer mal wieder Steine. Dann, wenn ihr hier oben drauf geht, da könnt ihr natürlich auch sehr gut bauen. Das ist alles sehr groß, sehr offen. Hier beispielsweise, wobei es jetzt hier hinten rum noch etwas schmaler wird. Allerdings ist da auch nochmal ein Erzbrocken drin. Aber ihr seht schon, hier ist eine riesige Fläche, wo ihr theoretisch bauen könnt. Also wenn ihr jetzt nur eine Palbox nehmt, könnt ihr zum Beispiel hier diesen riesigen Kreis nehmen. Hier oben sind auch nochmal Erze, da sind nochmal Erze, da kommt ihr überall schnell ran. Und dieser Ort ist nicht weit entfernt von der Drei-Seen-Platte, wie ich sie nenne, die ich gerade schon angesprochen habe. Es ist einfach nur direkt hier oben, aber hier oben habe ich bisher noch kein Problem gehabt, dass ich angegriffen worden bin. Nee, ich glaube, ich war sogar hier oben, ich war nicht da unten. Wären das dann entsprechend die Koordinaten ungefähr minus 340 und 13. Das ist hier oben auf dieser Insel, sage ich jetzt mal, südlich von dem Wegschrein Eiswindinsel. Da könnt ihr dann auch spawnen übrigens und dann einfach hier in die Richtung runterlaufen, wenn ihr euch dann einmal kaputt gemacht habt am Anfang. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, groß zu bauen, zum Beispiel hoch zu bauen und diese wundervolle Aussicht hier zu genießen. Denkt euch einfach meine Basis da hinten weg, dann habt ihr hier wundervolle Ausblicke auf die See. Dann gibt es hier noch einen tollen Bereich, wie ich finde, zum Bauen. Ähnlich wie auch schon bei dem Ort davor sind hier Klippen. Allerdings, so wie ich das hier sehe, ich habe hier bisher noch nicht gebaut, sind die Klippen theoretisch so hoch, dass hier normalerweise auch keine Angriffe stattfinden dürften. Gerade wenn ihr jetzt auch noch was drumherum gebaut habt, dann ist das Ganze ja nochmal etwas höher. Dann sollte eigentlich auch nichts passieren in Sachen Angriffen, falls ihr die eingeschaltet habt. Die meisten Leute, die ich kenne, die Palworld spielen, haben die ja ausgeschaltet, weil die doch ziemlich nervig sind. Und man sich lieber auf das tolle Spiel konzentrieren möchte. Wie ihr seht, hier ist auch alles vorhanden, wenn auch ein bisschen weniger. Und zwar sind hier hin und wieder Steinvorkommen, auch hier am Strand beispielsweise könnt ihr auch nochmal Steine finden. Hier sind die richtigen Pals auch unterwegs. Wir haben hier auch nochmal Feuerpals rumlaufen. Hirsche sind hier, also unsere guten Holzfäller. Dann haben wir hier nochmal zwei Vorkommen von Eisen. Hinten ist auch nochmal etwas Stein und so weiter. Bäume findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr die nicht wegbaut. Ansonsten hier drumherum überall. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Steinvorkommen. Hier ist eine Chest. Hier vorne hatte ich gerade auch noch irgendwo eine Chest gesehen. Jetzt finde ich sie natürlich gerade nicht mehr. Sie war auf jeden Fall gerade eben noch im Bild drin. Wenn ihr hier so ein bisschen rumlauft oder fliegt. Hier vorne beispielsweise sind auch nochmal zwei Erzvorkommen. Da hinten oben sind nochmal zwei Erzvorkommen. Allerdings sind da auch hin und wieder Wilderer, wie man sieht. Da ist schon einer rechts im Wald drin. Hier oben ist nochmal ein Erzvorkommen. Also hier habt ihr wirklich alles, was ihr für einen guten Start braucht. Und im Endeffekt auch alles, um ja, eure Base gut zu verteidigen. Beziehungsweise auch, um groß bauen zu können. Ich denke mal, mit einer Palbox werdet ihr nicht das ganze Gebiet direkt umranden können, zumal es hier noch ein bisschen nach außen wuchert. Aber ihr werdet schon einen sehr, sehr großen Teil hiervon einrahmen können und ja, euer eigen nennen können. Ja, so könnte hier eine Base aussehen. Ich habe jetzt eine Zuchtstation hingemacht, zwei Tierfächer hingemacht. Zwei Erholungsgebiete, endlos Stein, Holz, also alles, was man braucht. Sogar den Palentsafter, der steht schon hier. Das einzige Problem, was ich hatte die ganze Zeit, als ich am Bauen war, war hier nichts, außer so ein paar Schafe und Gumos und so weiter. Und plötzlich lief so ein Mammut mitten durch mein Lager. Und
Ja, also das kriegt ihr auf jeden Fall weg, indem ihr euch mal ausloggt und wieder einloggt. Aber ihr seht schon, ihr habt wirklich massiv Platz hier drauf. Da kommen Tomaten sind schon drin, da kommt noch der Salat rein. Und ja, dann habe ich immer noch hier links ein riesiges freies Feld. Ungefähr hier unter mir ist eigentlich ja noch dieser Steinhaufen gewesen. Den solltet ihr vielleicht nicht unbedingt überdecken. Hier habe ich ein eigenes Haus für die Pals gemacht, die hier sind. Man bedenke aber, dass ich keine großen Pals hier reinmachen werde. Das ist ja nur so, ja, ein kleines Häuschen, das man aufbaut. Ihr könnt das natürlich auch größer bauen und für große Pals dann jeweils entsprechend drei hochbauen und mit einer doppelten Treppe reinbauen. Hier links habe ich einen kleinen, ja, ein Zimmer, sage ich jetzt mal. Das ist dann meine Schmiede. Da wird alles im Ofen gemacht. In der Mitte wird alles gebaut und auf der rechten Seite habe ich dann so die Kühlbox und alles, was so mit Nahrung zu tun hat, inklusive des Generators, den seht ihr auch unten. Die obere Etage, das ist meine private Etage, da wird auch noch dran gebaut aktuell. Und hier unten links habe ich dann auch noch mal ein bisschen Deko reingemacht. Das ist noch mal so eine kleine Kneipe, wo man dann hin kann. Was übrigens auch sehr schön ist, was ich eben vergessen hatte zu erwähnen, wir sind hier auch recht nah an eine der Tierschutzgebiete dran. Man kann es jetzt hier auf der Karte nicht genau sehen, aber das ist ungefähr hier. Und das ist natürlich super, wenn man da mal eben rüberfliegen kann und sich dann entsprechend die Tiere farmen kann. Das Ganze liegt dann bei den Koordinaten etwa minus 471 und minus 85. Das ist hier oben auf den, ich glaube, sie hießen Windhauchinseln. Nee, vergessene Insel. Übrigens ein kleiner Clou noch, den ich euch noch gerne zeigen möchte. Wenn ihr hier nach oben geht, fliegt, wie auch immer, dann findet ihr hier neben einigen anderen Sachen wie Eier und so weiter oder da hinten noch Ruinen und ein Wegschrein, findet ihr diese kleine, ja, diesen kleinen Krater, sage ich mal. Und da befindet sich auch noch ein Baum drin mit Früchten. Die könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, einmal am Tag abernten. Ich glaube, so oft resetten die sich dann. Und dann habt ihr auch immer einen lebenslangen Vorrat an frischen Techniken. Ein tolles Gebiet zum Bauen wäre hier auf diesem Berg. Es ist relativ eben, also man kann es sich auf jeden Fall sehr eben machen. Hier oben an der Spitze des Berges habt ihr immer diesen grünen Limpfung oder wie der heißt. Dann, wenn man hier runtergehen würde, wäre hier auch nochmal ein Erzvorkommen. Und auf dem Berg selber gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und da hinten dann 11 Erzvorkommen, beziehungsweise 12 mit dem hier rechts noch. Und noch ein paar Steinhaufen, die sind jetzt natürlich nicht so wichtig später. Die braucht ihr nur am Anfang. Und ihr könntet hier auf dem Berg zum einen ziemlich gut bauen. Ich glaube, ihr könntet sogar drei Bases hintereinander bauen, so wie das aussieht von Platz her. Das ist auf jeden Fall noch ein Ort, den ich mir schon überlegt habe, dass ich mir ja hier auch mal eine Basis hinbauen werde. Hier gibt es dann auch noch mal eine goldene Chest, die man sich einsammeln kann. Die respawnt auch jedes Mal wieder an der gleichen Stelle. Das gilt immer für die Chests, wenn ihr die nicht zubaut. Das heißt, wenn ihr sowas habt, einen Ort, wo ihr diese Chests auf dem Boden immer wieder findet, dann macht es am besten so, dass ihr das nicht zubaut, wenn ihr darauf angewiesen seid, natürlich nur, weil da immer sehr gute Sachen drin zu finden sein können. Und an sich gelegen finde ich diese Insel auch sehr gut, weil von dieser Seite aus kann definitiv keiner angreifen. Hier ist alles komplett, ja, tief und beziehungsweise hoch gebaut. Das Einzige, wo man eventuell angegriffen werden kann, das ist tatsächlich dann diese Seite hier. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern da wirklich Angriffe stattfinden. Das müsstet ihr dann mal testen. Ich habe es ja leider noch nicht testen können, aber ich habe auf jeden Fall noch den Plan, dass ich hier bauen werde.
So, das eine ist übrigens, sehe ich gerade noch, das eine ist ein Kohlevorkommen, was ihr hier finden könnt. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Und wenn das regelmäßig abgebaut wird, dann könnt ihr das natürlich auch gut nutzen. Und überhaupt hier die Gegend, die finde ich sehr, sehr schön. Hier vorne gibt es dann nochmal einen See, wo man hingehen kann zum Baden, wenn man möchte. Hier unten ist auch nochmal ein großer See. Und direkt hier in der Nähe gibt es dann auch nochmal einen Boss. Ja, und so könnte dieser Ort auch bei euch aussehen. Ich bin noch im Aufbau, deswegen habe ich jetzt noch keine Dächer drauf und nichts. Aber man sieht schon, wie ich das Ganze hier gestartet habe. Da oben ist meine Main Base, da wird gearbeitet, fabriziert, da sind die Betten drin. Hier unten werden alle Felder reinkommen, das wird auch noch ein kleines Dach bekommen. Und hinten, denke ich mir mal, werde ich noch einen so ein Podest bauen, damit die anderen Pals ja auch arbeiten können, die ich dann noch fangen werde. Hier unten sind die üblichen Sachen, unendlich Stein, unendlich Holz. Und hier hinten habe ich mit der zweiten Prallbox nochmal eine riesige Base hingebaut. Da könntet ihr natürlich theoretisch auch noch hier rechts über den Stein bauen, wenn ihr das hinkriegt. Ich habe es jetzt so gemacht, damit ihr ungefähr schon mal eine Ahnung davon habt, was ihr hier hinbauen könnt. Es soll wie so ein kleines Dörfchen im Endeffekt werden, mit einem großen Haupthaus und mit mehreren kleinen Häuschen, die dann da hinten gebaut werden. Das Ganze hier ist, ja, ich sag mal, ziemlich genau an der Stelle minus 67 und minus 333. Der nächste tolle Ort für eine sehr, sehr gute Farm bzw. für eine sehr, sehr gute Base liegt hier oben. Ihr habt wirklich alles in greifbarer Nähe. Ihr habt ein schönes Lavendelfeld, sage ich mal. Ihr habt Steine in der Nähe, wenn ihr die nicht zubaut. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erzvorkommen, die ich jetzt gerade gesehen habe. Dann habt ihr hier auch nochmal ein Kohlevorkommen mit dabei und ihr habt noch mal einen privaten Baum hier oben. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt auch ein kleines Manko. Hier unten ist übrigens auch noch mal so ein grüner Limfunk, den kann man natürlich dann auch regelmäßig wiederholen. Kleiner Negativaspekt, hier oben ist ein Lager. Es sind auch etwas höhere Gegner drin, also Level 20 rum sind die Gegner. Ist jetzt die Frage, wie hoch euer Level ist, wobei auf Level 20 kommt man relativ schnell. Deswegen wäre es eigentlich positiv anzusehen, weil man dann regelmäßig mal gucken könnte, was die für ein Pal haben. Schnell mal eben Überfall gegenteilig starten könnte und dann das Lager ausrauben und dann einfach gemütlich wieder hier zurück in seine Base gehen kann. Das ist auf jeden Fall ein toller Ort, wo ihr auf jeden Fall eine Prallbox hinstellen könnt. Hier hinten sehe ich auch gerade, da ist nochmal ein Ei zu finden. An der Stelle kann man dann auch regelmäßig mal nachschauen, ob wieder ein neues Ei gekommen ist. Und ja, eigentlich von der Größe her könntet ihr vielleicht sogar zwei Prallboxen hier hinstellen, wenn ihr so ein bisschen hier so in die Ecke geht und hier so in die Ecke geht. Aber im Prinzip würde es auch reichen, eine Prallbox hinzustellen und dann einfach entweder euer Lager hinzumachen, wenn ihr das möchtet, weil es auch schön rosa ist durch die Blumen natürlich und den Baum dann auch in greifbarer Nähe zu haben. Oder zumindest eine Pallbox kann man sich hier gut hinstellen, damit man immer mal wieder hier hinkommen kann und die Sachen abfarmen kann. Oder natürlich direkt eine automatische Farm hier hinbauen. Das Ganze findet ihr bei den Koordinaten minus 39 und minus 163. Einen tollen, großen Standort habt ihr direkt nebendran, wenn es euch nur darum geht, groß zu bauen und vielleicht noch die ein oder andere Ressource mitzunehmen. Es ist relativ eben, wobei es nach, naja, rechts, links ein bisschen höher geht, aber ihr könnt es theoretisch eben bauen. Hier unten ist ein Erzvorkommen, hier ist sogar ein Schwefelvorkommen, was ihr nutzen könnt. Und hier hinten, ich möchte nicht zu tief runtergehen wegen den Palfreunden, hier ist auch nochmal ein Baum, den ihr dann regelmäßig abernten könnt. Es ist auf jeden Fall eine schöne Basis, beziehungsweise ein schöner Platz für eine Basis.
Ich weiß allerdings nicht, wie das hier mit den Angriffen aussieht. Ich denke mal, dass es hier wahrscheinlich eher ja, schlecht zu verteidigen ist, wenn man es angeschaltet hat. Aber ihr könnt theoretisch, wenn ihr ein bisschen pfiffig seid und gut bauen könnt, drei Bases auf einmal auf jeden Fall auf diesen riesigen Platz hier unterbringen. Die Koordinaten liegen bei 30 und minus 54. Ja, ein Standort für eine Base, die ich euch bereits in einem anderen Video gezeigt habe, der liegt genau hier. Ich kann euch versprechen, dass euch hier kein einziger Angriff treffen wird. Wenn die kommen, dann gehen sie nach ein paar Minuten wieder auf und hauen wieder ab. Das Ganze ist auch ziemlich groß, dass ihr eigentlich recht gut drumherum bauen könnt. Ihr seht schon, ich habe hier einen großen Kasten gebaut, wo ich meine Zucht reingestellt habe. Die könnte man natürlich jetzt noch ein bisschen nach links erweitern, eine doppelte Zucht reinmachen beispielsweise. Oben drüber dann alles andere, was ihr braucht, reinsetzen. Ich habe hier wieder meine endlosen Bäume drin, meine endlosen Steine drin. Und ihr habt hier diverse, ich weiß jetzt leider nicht, weil ich hier gebaut habe, wie viele es waren. Ich glaube, mindestens fünf Steinkohlevorkommen, die ihr hier abbauen könnt. Da oben sind sie jetzt gerade mit einem beschäftigt. Und hier unten auf der anderen Seite habt ihr nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eventuell auch 8 Eisenvorkommen, die ihr dann dementsprechend hier auch nochmal automatisch abbauen lassen könnt. Ihr seht schon, bei mir ist das Ganze aktuell so, dass sich die Pals alle selber beschäftigen, dass ich nur hin und wieder mal hier vorbeikommen muss und das Ganze dann einsammeln muss. Die Reste, die jetzt hier liegen, die werden mit der Zeit natürlich auch eingesammelt. Allerdings bin ich gerade erst auf diesen Stand reingegangen. Entsprechend haben die natürlich noch nichts gemacht, die faulen Säcke, weil ja nur auf dem Server durchgehend gearbeitet wird. Wichtig ist, wenn ihr das Ganze als Farmbase macht, setzt euren Pals auf jeden Fall eine Erholungsquelle hin, am besten natürlich zwei. Ich würde euch vorschlagen, auch immer für Stein und Holz zu sorgen, damit das definitiv nicht ausgehen kann, wenn ihr mal irgendetwas bauen möchtet. Und Bärenfelder reinzusetzen, beziehungsweise Woolly Pops reinzusetzen, die dann Zuckerwatte liefern. Und damit sind sie dann eigentlich auch schon alle versorgt. Natürlich müssen auch Betten vorhanden sein und Futtertrog und so weiter. Aber das solltet ihr ja alles wissen, wenn ihr nicht gerade neu mit dem Spielen anfangt. Hier auf diesem Spielstand habe ich zugegebenermaßen extremst bescheuert gebaut, von den Treppen her. Dieser Stützpunkt könnte beispielsweise so aussehen. Ich weiß, es wirkt etwas klobig bei mir, aber es ist alles vorhanden, was man braucht. Wir haben hier zwei Tierpferche untergebracht. Wir haben Erholungsstationen, zwei Stück in der Ecke. Es werden automatisch Kohle und Erz abgefarmt. Hier links haben wir alle Felder, beziehungsweise werden alle Felder kommen, wenn ich das Ganze ein bisschen gelevelt habe. Und in dieser großen, klobig aussehenden Hütte, sage ich jetzt mal, ist alles drin, was man braucht. Die Fließbänder werden noch auf den neuesten Stand gebracht, aber die passen auch wunderbar da unten rein. Dann hier oben auf der Etage sind die Betten und eine Etage höher, wie man schon sieht, habe ich die Palzucht reingemacht. Hier in diesen kleinen Anbau, man kann es von außen leider nicht so gut sehen, da ist auf der unteren Etage alles wie ja, so ein Vorratslager. Da sind ganz viele Truhen, Stahltruhen und so weiter drin. Und hier oben ist das Schlafzimmer und weiter hinten durch ist noch das Badezimmer. Und wie man hier so ein bisschen sehen kann, hier vorne in der Ecke habe ich einen Erholungsraum gemacht. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall, wenn ihr darüber nachdenkt, hier eine Basis zu bauen, auf jeden Fall auch genügend Platz, um tatsächlich eine Mainbase daraus zu machen. Ihr müsst nur tatsächlich in die Höhe bauen. Ich habe es auch in drei Höhen gebaut. Ihr wisst, was ich meine. Also mit drei Steinen hoch, weil auch später die ganz großen Pals natürlich hier genügend Platz haben sollen, damit sie arbeiten können und schlafen gehen können. Denkt auch bitte immer daran, für die großen Pals zwei Treppen nebeneinander zu bauen. Für alle die diese Koordinaten noch nicht von meinen Videos kennen, die liegen hier bei 190 und minus 41. Der nächste Ort liegt ganz in der Nähe und ich muss sagen, es sieht wirklich wunderschön aus.
Ich persönlich habe gerade erst angefangen, diesen Ort zu bebauen auf einen anderen Speicherstand. Das heißt, ich werde euch da definitiv noch ein Video nachliefern von jedem Ort, den ich bebaut habe, wo ich es gut finde oder stolz drauf bin, dass es gut geklappt hat mit dem Bauen. Da werdet ihr mal ein eigenständiges Video von erhalten unter dem Housing-Bereich. Und ja, da werde ich dann überall nochmal durchgehen, wie ich gebaut habe, was ich wohin gebaut habe und so weiter. Ich finde diesen Ausblick einfach wunderschön. Ein See und sogar hier unten nochmal Wasserfälle. Da unten könnt ihr auch noch was einsammeln. Dann dieser wundervolle Ausblick auf Meer bzw. Seen, auf Berge, auf Grün. Also im Prinzip kann man von hier aus mehr oder weniger alles sehen. Man kann sogar ein riesiges Skelett hinter mir sehen. Und dieser Ort ist deswegen so gut. Er ist ein bisschen schwer bebaubar, das muss ich dazu sagen. Und auch die Palbox hinzustellen hat sich für mich ein bisschen, oder gut hinzustellen, hat sich für mich ein bisschen schwierig ja, herausgestellt. Und es gibt wohl ein Problem, habe ich mir sagen lassen, dass es schon mal sein kann, dass hin und wieder einer der Pals hier ins Wasser reinfällt und dann nicht mehr hochkommt. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn ihr größere Pals hier beschäftigt. Das müsste man dann noch mal testen. Das würde ich dann auf jeden Fall testen. Jetzt aber zu den Vorkommen. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzvorkommen. Die könnt ihr alle eigentlich gut mit einer Box einschließen. Ich habe meine Box hier ziemlich am Rand hingestellt, sodass ich da hinten die Vorkommen noch mit drin hatte und sodass ich hier diesen ganzen Bereich auch noch hatte. Ich glaube ungefähr bis hier, in dem dann gebaut werden kann. Da unten ist auch noch mal eine Chest, die spawnt natürlich auch immer wieder, falls ihr die nicht zugebaut habt. Und wenn ihr jetzt hier so ein bisschen runterbauen würdet, hier könntet ihr nämlich eine zweite Palbox hinstellen. Das ist nämlich mein Anliegen, dass ich dann hier unten nochmal die ganze Fläche nutze. Da habt ihr dann auf jeden Fall genug Platz, dass ihr euch hier eine schöne Mainbase errichten könnt. In erster Linie oben, sage ich jetzt mal, mehr fürs Abfarmen und hier unten dann wirklich den Platz nutzen, um ja, eine richtige Base hier hinzustellen. Dann müsst ihr eventuell so ein bisschen noch da hochbauen und oben alles auf eine Ebene machen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie ihr das Ganze haben wollt. Allerdings muss ich dazu sagen, hier unten der Bereich, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Palbox hinstellt, weil den müsst ihr euch vermutlich erstmal freikämpfen. In der Regel habe ich bisher immer NPCs hier gesehen. Ah ja, und hier ist die Stelle. Da gibt es dann auch nochmal ein Schwefelvorkommen. Das solltet ihr natürlich freilassen, sodass das auch immer direkt abgearbeitet werden kann. Auch hier habe ich noch nicht alles gebaut, so wie ich das gerne hätte. Aber ihr könnt schon mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie man es beispielsweise bauen kann. Ich würde euch allerdings empfehlen, wenn ihr es hinkriegt, die Palbox irgendwie ein bisschen weiter nach rechts zu machen. Ich habe es leider nicht hinbekommen, weil das der äußerste Punkt war, wo ich bauen konnte. Aber ich habe hier oben alles so weit aufgebaut, dass man das als kleine Base nutzen kann. Und wenn ich dann Schildkröten reinsetze oder auch Anubisse, kann hier auch automatisch immer abgefarmt werden. Zudem ist nochmal hier dieser eine Schwefelstein und ich habe mir hier schon mal die Grundierung für ein, ja, ein großes Haus im Endeffekt hingestellt. Das soll dann sozusagen meine Main Base hier in diesem Bereich werden. Leider kann man ja hier nicht drüber bauen. Schade, schade, aber das Spiel erlaubt es einem nicht. Deswegen sieht das so ein bisschen eckig aus. Aber man bekommt hier auf jeden Fall alles unter, was man braucht. Es ist genügend Platz da. Übrigens noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr hier, wo diese Kante, sage ich jetzt mal, vom Berg runter geht, dem Weg ein wenig folgt, dann könnt ihr hier unten auch direkt am Baum immer wieder die Früchte abpflücken. Diese Stelle befindet sich an den Koordinaten 309 und minus 33. Eine tolle Location, finde ich, ist hier. Und zwar ist das hier so dieser, wie ich ihn nenne, Herbstbaumbereich. Ich finde das wunderschön von der Optik her. Ist natürlich auch ein bisschen Geschmacksfrage. Ist hier auch relativ in der Nähe zum einen Naturschutzgebiet. Und ja, wenn ihr mal hier runterschaut, ist jetzt blöd, weil es gerade ein bisschen dunkel wird. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzvorkommen.
Und da hinten gibt es noch mal eine Chest, die ihr farmen könnt. Und ich glaube, irgendwo hier unten, genau, hier gibt es dann noch mal ein Ei, was ihr auch regelmäßig abfarmen könnt. Und auch noch mal ein Erzvorkommen hier um die Ecke. Ich habe es so gemacht bei meiner Base, dass ich nur eine Perlbox benutzt habe. Die steht ziemlich genau hier, wo die Bäume stehen. Umfasst aber ein ziemlich großes Gebiet. Das heißt, wenn ich die dahingestellt habe, habe ich ungefähr diesen kompletten Bogen, naja, bis auf ein, zwei unten von den Eisenvorkommen, habe ich mit drin und auch nochmal einen Teil von hier oben. Ja, und so könnte dieses Fleckchen Erde für euch aussehen. Leider bin ich hier noch im Aufbaumodus, deswegen kann ich im Moment noch nicht zeigen, wie es von oben aussieht, da ich noch keinen Sattel für den Vogel gecraftet habe. Aber ihr könnt euch so oder so ähnlich hier einnisten, sage ich mal. Ihr habt hier noch genug Platz, um irgendetwas anderes zu bauen. Ihr habt genug Platz für die Station, um zu brüten, für die Station, für den Tierfähig, sage ich mal. Da könnt ihr auch mehrere von bauen. Und ihr könnt euch ein riesengroßes Haus hier oben drauf bauen, wo ihr auch nochmal genug Platz drin habt, wo ihr dann beispielsweise die ganzen Fließbänder und so weiter reinmachen könnt, aber auch zusätzlich noch viel Dekoraum habt, wo ihr ein Badezimmer reinmachen könnt, ein Wohnzimmer und so weiter. Ich persönlich habe es jetzt hier mit einer Terrasse gemacht und so sieht das Ganze bei mir aus. Und zwar befinden wir uns etwa auf den Koordinaten 11 und minus 528. Dann kommen wir jetzt zu meiner neuen Base und einen neuen Lieblingspunkt von mir. Und zwar habe ich hier oben auf diesem runden Stück eine Basis gebaut. Ich bin jetzt aktuell noch im Aufbau. Ich weiß auch nicht, wenn dieses Video rauskommt, ob dann das dazugehörige Video, wo ich das ein bisschen zeige, dass ich hier gebaut habe, schon hochgeladen worden ist. Es kann auch sein, dass es kurz danach rauskommt. Aber diesen Punkt hier finde ich einfach grandios. Wenn man nämlich die Perlbox relativ mittig hier reinsetzt, dann hat man diesen gesamten Kreis. Also man muss ein bisschen frickeln mit links, rechts, oben, unten. Aber dann hat man diesen gesamten äußeren Kreis, der hier leuchtet, den hat man dann für sich und kann den bebauen. Und ihr seht schon, es ist wirklich viel. Also es sieht von oben immer so klein aus alles, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Platz und ihr könnt hier sehr gut hinbauen. Und mein persönliches Lieblingsprojekt ist das hier gerade, weil ich kurz davor stehe, Eisen zu kriegen, also dass ich Eisen herstellen kann und hier wirklich eine kleine Eisenstadt in Anführungszeichen hinbauen möchte. Das Einzige, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr euch hier niederlassen wollt, hier sind hohe Gegner. Ich bin zwar jetzt auf Max-Level hier, aber bei dem anderen Speicherstand, wo ich mir hier die Base gebaut habe, bin ich mit Level 18 hier hingekommen und das war schon ein bisschen, naja, also hätte ich nicht fliegen können, wäre das auf jeden Fall nicht gegangen. Dieses Azox hat Level 37 und das macht einen natürlich direkt platt, wenn man hier mit Level 18 hinkommt, aber man hat, sofern man die Sachen nicht zubaut, vier Chests hier drin, kreuzförmig, die man immer wieder looten kann. Also die tauchen immer wieder an der gleichen Stelle auf. Dann gibt es beispielsweise hier oben ein Ei, was ihr einsammeln könnt. Dann gibt es hier hinten irgendwo noch ein Ei, was ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht finde. Also auf jeden Fall, wenn ihr hier, doch hier ist es, wenn ihr hier rumfliegt, findet ihr diverse Eier. Und ich bin mir noch nicht sicher, das werde ich dann erkundschaften, bevor ich das Ganze gemacht habe, ob es hier einen Weg rein gibt. Das sieht so ein bisschen komisch aus, als ob man da eventuell reinklettern kann. Wobei bei meinem Glück ist das einfach nur Fake und es ist tatsächlich kein Weg. Aber man weiß es natürlich nicht. Da unten ist noch was zum Einsammeln. Und ja, wenn ihr hier nicht gerade auf Eiersuche seid, könnt ihr einfach hier rüberfliegen. Und das habe ich öfter gemacht, als ich hier angefangen habe zu bauen. Und zwar gibt es hier vorne rein Quarz, allerdings nur die eine Stelle, soweit ich weiß. Dann gibt es hier einmal Erz, hier oben gibt es Erz, hier unten gibt es nochmal Erz. Ah ja, doch, da ist nochmal eine Reinquarzquelle und eine Eisenquelle. Da hinten ist auch nochmal Eisen, ich will nicht zu nah ran, wegen dem von den Palfreunden da hinten.
Hier ist nochmal Eisen, also immer wieder so zwischendurch, hier auch nochmal, da auch nochmal, mit nochmal einer Reinquarzquelle. Immer wieder zwischendurch findet ihr, was ihr braucht. Hier ist nochmal ein Ei, da hinten wieder Eisenerz, da wieder Eisenerz. Und ihr seht schon, hier sind auch Perlen, dadurch, dass das ein höheres Gebiet ist, die ihr euch später gut fangen könnt. Zum Beispiel dieses Rheindix. Das kriegt ihr natürlich auch nicht überall. Und wenn man jetzt da hinten nochmal ein bisschen höher fliegt, ich hoffe, da kommt jetzt gerade keiner. Es ist jetzt im Moment nichts da, aber normalerweise hier drin wäre auch nochmal eine Höhle, wo ihr dann auch nochmal entsprechend farmen könnt. Und wenn der Boss da ist, der Höhlenboss, dann auch entsprechend den Boss machen könnt. Ja, und so sieht bei mir das Ganze jetzt aktuell aus. Ich bin noch absolut am Anfang der Levelphase. Also ich bin so Level 25 oder so, glaube ich, die Ecke rum. Ich warte darauf, um hier alles mit Stahl bauen zu können, damit sich das Ganze der Optik vom Hintergrund ein bisschen anpasst. Übrigens nebenbei bemerkt von wegen Stahloptik. Hier ist ein sehr schönes, wenn auch sehr kaltes Dörfchen drumherum, wo auch viele ja, Wasserstellen sind, aber auch sehr, sehr starke Pals beispielsweise. Und das Beste natürlich, diese Basis hier kann nicht geradet werden. Also ihr könnt das jederzeit anlassen. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ja, und ich habe das jetzt angefangen im Kreis zu bauen. Es wird natürlich später alles noch auf den höchsten Stand erweitert werden. Aber meine fleißigen Pals sind auf jeden Fall dabei, Holz und Steine zu sammeln. Ich habe auch hier entsprechend schon die ersten Tierfärche aufgestellt. Ungefähr hier soll dann noch eine Zuchtstation hinkommen. Und den Platz habe ich mir freigehalten, weil ich möchte, sobald ich Stahl freigeschaltet habe, hier ungefähr eine ganz große Basis machen. Die ist dann natürlich viereckig, geht dann also so. Und dann hier auf der Seite über mir werde ich dann auch nochmal ein Haus machen, was dann auch so viereckig hier so hoch gehen wird. Und ich möchte das Ganze auch ein bisschen hübscher aussehen lassen, also ein bisschen mit Efeu und so behangen. Ich werde euch auf jeden Fall das Endergebnis davon zeigen, sobald das Ganze fertig ist. Und der Clou bei dem Ganzen, wenn ihr nichts überbaut, dann habt ihr auch immer diese vier Chests in alle Himmelsrichtungen hier stehen gerade, die ihr jederzeit abernten könnt. Diese Stelle ist hier zu finden, bei minus 80 und 190. Das ist, ja, ich nenne sie immer diese Metallstadt, wenn ihr hochfliegt bzw. vom Eiswieselhügel dann nach links auf der Karte fliegt oder vom beschwerlichen Bergpfad, da fängt das hier unten nämlich schon mal so ein bisschen an, nach oben fliegt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr hierhin fliegt und nicht zu Fuß kommt, weil zum einen hochklettern ist nicht, zum anderen, oh, jetzt haben sich die Gegner gerade geändert, aber sie sehen niedlich aus, aber sie sind es eigentlich nicht, weil ihr dürft nicht vergessen, das sind jetzt vier Pengulets und alle sind ab Level 30 aufwärts. Also da müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ich habe es allerdings so gemacht, ich habe die Palbox, so wie ich sie haben wollte, in die Mitte gestellt. Da war hier ein Pingulett an der Seite, habe mich dann ausgeloggt, habe mich später wieder eingeloggt nach dem Essen und habe dann gesehen, dass plötzlich kein Gegner mehr da war. Also das könnte vielleicht ein kleiner Trick sein, wie ihr euch diesen Punkt ganz schnell und einfach sichern könnt. Ein weiterer Ort, wenn ihr Reinquarz farmen möchtet und das zum Beispiel automatisch machen möchtet, ist dieser Berg hier. Man sieht hier rechts gibt es noch einen Haufen von Eisenerz und auch noch ein bisschen Stein. Wobei ich direkt dazu sagen muss, Stein ist hier in der Umgebung tatsächlich sehr rar gesät. Also da findet man eher mal ein bisschen Eisenerz zwischendurch, als dass man hier Stein findet. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall genug davon mitbringen. Ich habe es so gemacht, dass ich jetzt auf diesen Speicherstand erstmal nur die Palbox hingestellt habe und eine Box, so dass ich das Ganze hier manuell abarbeiten kann. Das wird sich aber später auch nochmal ändern, wenn ich hier weiterspiele. Im Moment komme ich allerdings weniger dazu, privat zu spielen, weil ich mehr Housing-Videos mache, wo ich meine neuen Basen aufbaue, wie ich die Häuser baue und so weiter. Also wenn ihr an so etwas Interesse habt, schaut auch gerne mal die anderen Videos von mir an. Hier auf diesen Fleckchen gibt es einmal Eisenerz und 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 Vorkommen von Reinquarz. Das ist die, wie ich finde, beste Quelle, wo man das Ganze abarbeiten kann. Wenn ihr nicht ganz so viel braucht, dann kann ich euch nur empfehlen, eine andere Stelle auszusuchen, wo ihr auch Reinquarz ernten könnt. Beispielsweise die Stelle, die ich euch eben gezeigt habe, wenn sie euch gefällt. So dass ihr dann manuell immer mal wieder rüberfliegen könnt und ein bisschen aberntet. Aber ich wollte das Ganze automatisch haben, deswegen habe ich mir diese Stelle hier schon mal gesichert. Ihr habt hier natürlich alle Möglichkeiten, wie ihr diese Base aufbauen wollt. Ihr könnt hier theoretisch eine normale Base draus machen. Das könnte dann allerdings etwas eng mit dem Platz werden. Oder ihr macht es so wie ich, ihr stellt einfach das Nötigste hier hin. Ihr stellt die Betten auf, ihr schaut, dass genug Steine und Holz vorhanden sind. Das mache ich auf jeder zusätzlichen Base, dass man auch was bauen kann. Ihr sorgt für Nahrungsmittel. In diesem Fall habe ich hier zwei Felder für Beeren. Und ein Woolly Pop, der es Zuckerwatte gibt. Ja, und das ist im Endeffekt auch schon alles, was die Leute hier brauchen. Ihr seht schon hier unten zwei Anubisse. Nennt man das Anubisse, die Mehrzahl von Anubis? Ich bin mir nicht sicher. Die hier fleißig am Arbeiten sind und den Reinquarz hier abbauen. Und mein Holzfäller hat im Moment ein bisschen wenig zu tun. Der gönnt sich ein kleines Päuschen. Ich zeige euch kurz noch die Größe von dem Kreis. Ich habe es jetzt nicht ganz mittig reingestellt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch ein bisschen nach oben ziehen. Oder ihr könnt das Ganze auch noch von hier aus gesehen ein bisschen nach rechts ziehen, sodass ihr hier unten auch noch ein bisschen besser bauen könnt. Weil da habt ihr ja auch noch eine größere Fläche, wo ihr tatsächlich was hinbauen könnt. Oder eben hier links, da könnt ihr natürlich auch noch über zwei Etagen bauen, sodass ihr hier noch andere Sachen reinsetzen könnt. Kleiner Tipp übrigens, wer hier noch was braucht. Hier ist nochmal ein kleines Vorkommen von Eisen auf der Seite. Und hier befindet sich normalerweise immer ein bis zwei Steinvorkommen drauf. Die kann man dann hin und wieder mal abfarmen, falls man doch nochmal Stein braucht. Und dann direkt hier rüber fliegen und ja, die Steine entsprechend verwerten. Oder eure Basis könnte so aufgebaut werden. Beachtet bitte, dass dies nur der Anfang ist. Immer schön die Quarzfelder freilassen und natürlich auch vom Eisenerz. Ganz wichtig für den Anfang, baut euch Betten, baut die Grundierung natürlich auch, baut euch etwas zu fressen für die Pals. Ich habe auch immer noch ein Tierfähig hier stehen, wo ich dann später Woolly Pups reinmachen kann, damit die Zuckerwatte produzieren. Und ganz, ganz wichtig natürlich, baut euch unendlich viel Stein, denn es gibt hier fast keinen Stein in der direkten Umgebung. Und baut euch unendlich viel Holz. Ihr findet das Ganze an den Koordinaten minus 211 und 252. Das ist hier oben im Schneegebiet. Entsprechend solltet ihr natürlich auch wärmende Kleidung anziehen, wenn ihr dorthin reist. Wenn ihr zwei oder drei Palboxen nebeneinander bauen wollt, weil ihr ein spezielles Projekt vorhabt oder was auch immer, ist dieser Ort hier vielleicht etwas für euch. Und zwar, wenn ihr mal so genau hinschaut, dann sind überall diese Bergkanten dran. Das heißt, ihr könntet, glaube ich, gar nicht geradet werden hier oben. Und ihr habt ein riesiges Gebiet, so ein bisschen schlauchförmig oder eiförmig besser gesagt, wo ihr euch niederlassen könnt. Und das ist wirklich sehr, sehr groß. Also wenn man Palboxen reinstellt, könnte man vielleicht in etwa das ganze Gebiet, ich glaube aber diesen Zipfel hier hinten dann nicht mehr, komplett ausfüllen mit drei Boxen. Also wenn ihr wirklich darauf steht, etwas Großes zu bauen, dann kann ich euch diesen Ort hier nur empfehlen. Der ist in der Nähe von meiner Base, die kann man da hinten schon sehen. Und zwar ist das hier bei den Koordinaten minus 357 und 18.
Es gibt hier noch ein weiteres Gebiet, wenn ihr eine wirklich große Basis bauen wollt. Ich habe dazu auch schon ein Video hochgeladen. Und zwar habe ich meine erste Palbox ungefähr hier mittig hingestellt und meine zweite Palbox ungefähr hier mittig hingestellt. Hier gibt es insgesamt zwei Erzvorkommen auf der einen Seite und hier unten auch nochmal zwei Erzvorkommen auf der anderen Seite. Ihr könnt natürlich theoretisch auch noch eine dritte Palbox nehmen und die dann hier oben aufstellen. Sinn und Zweck des Ganzen müsst ihr selber entscheiden. Hier gibt es nochmal Erz und hier oben gibt es auch nochmal zweimal Erz. Ich persönlich habe hier eine Burg aufgebaut, ein kleines Schloss, was ich noch am Aufbauen bin allerdings, wo ich aber schon mal ein Video hochgeladen habe, wie das Ganze mit den ersten Zwischenständen ausgesehen hat. Und ja, wenn ihr was Großes bauen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne hier tun. Von der einen Seite aus, denke ich, solltet ihr eher nicht geradet sein werden, wenn es darauf ankommt. Also wenn überhaupt, denke ich, würden die Gegner nur von hier vorne aus kommen. Wenn ihr allerdings natürlich hier auch eine Burg hinbauen wollt, dann ist es ja im Prinzip egal, weil dann habt ihr ja feste Mauern. Ja, und ich habe bei diesen Koordinaten direkt zwei Palboxen hingestellt. Man sieht jetzt leider nicht allzu viel, aber man sieht, wohin das Ganze führen kann. Es ist noch nicht fertig, da kommt noch einiges dazu. Aber es ist eine große Burg, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen umgebaut wird, dass die Wände stabiler aussehen. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich die auf jeden Fall mit einem so einem Klotz breit machen, damit es wirklich wie eine Burg ist. Aber so ist es auch okay. Hier in der Mitte haben wir eine Schmiede, dann diesen Stauraum, wo man tatsächlich nichts nutzen kann, weil das außerhalb der Box ist. Habe ich überall Sachen mit Deko gemacht. Beispielsweise hier unter mir ist ein kleines Wirtshaus, eine kleine Kneipe. Hier ist ja so ein privates Häuschen, sage ich mal, von einem Bauern. Und da hinten geradeaus ist mein eigenes Haus, da ist dann auch ein Bett drin und so weiter, bei den Bauern natürlich auch. Und hier, das ist der Main-Teil meiner Basis aktuell, da habe ich vier Zuchtstationen schon mal reingesetzt, die ich dann später noch nutzen werde. Wie man sieht, ist die Welt irgendwie noch im Aufbau, warum, weiß ich selber nicht. Und ja, das könnt ihr zum Beispiel auch daraus machen, indem ihr etwas macht, was wirklich riesengroß ist. Um euch das nochmal ganz kurz von innen zu zeigen, aber jetzt auch nicht in allen Details. Hier drin tobt dann das ganze Leben. Meine Pals kommen zwar niemals ans Sonnenlicht, weil sie nicht nach oben gehen, großartig. Aber sie sind immer noch gesund und munter und sie produzieren alles, was man produzieren muss. Also es ist wirklich massiv Platz. Man sieht, da hinten habe ich auch schon ein paar Pals eingesetzt auf der anderen Seite. Und die fangen auch mittlerweile an, so fleißig zu werden wie die Pals hier. Das hier ist leider ein Stauraum, wo man nicht genau weiß, also ich noch nicht genau weiß, was ich mache. Da kommen noch Dekorationen rein. Ja, und hier habe ich schon mal so ein bisschen angefangen, das ähnlich aussehen zu lassen wie auf der anderen Seite. Weil man muss ja im Prinzip bei zwei Palboxen das so einrichten, dass beide für sich einzeln ja, bestehen können. Das heißt, alle müssen genug zu fressen haben, alle sollten immer Holz und Steine und so weiter haben. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr doppelt oder vielleicht sogar auch dreifach bauen wollt. Das Ganze befindet sich hier bei minus 254 und 42. Ein weiteres Gebiet, wenn ihr wirklich groß bauen wollt und es relativ eben haben wollt und jetzt nicht unbedingt die Ressourcen in der Nähe haben müsst, wäre beispielsweise hier. Hier gibt es nochmal hier ein Erzvorkommen und da ein Erzvorkommen und es gibt einen sehr, sehr großen, recht ebenen Bereich, wo ihr mindestens zwei Palboxen aufbauen könnt. Und rein theoretisch, je nachdem wie ihr die Palboxen aufbaut, könntet ihr hier unten die Fläche auch noch nutzen. Da gibt es im Übrigen auch nochmal Eisen hier unten. Da könntet ihr dann auch nochmal ein ganz großes Gebiet machen. Hat den Vorteil, dass zumindest von der einen Seite aus das ganze Gebiet komplett an den Küsten ist. Das heißt, ihr habt hier die Wände, die hier so runtergehen und da könnt ihr auf jeden Fall nicht angegriffen werden. Dann habt ihr hier so diesen kleinen Übergang, da müsste man vielleicht mal im Auge behalten, ob von da Gegner kommen können.
Und ansonsten ist es in erster Linie dieser Weg, wo die Gegner herkommen könnten. Oder natürlich auch dieser Bereich hier, den ihr auch rein theoretisch absperren könnt. Weil niemand sagt was dagegen, wenn ihr irgendwo baut und ihr habt das Ganze ausgeschaltet, zum Beispiel privat oder auch auf dem Server, wenn es ausgeschaltet ist. Dann sagt niemand etwas dagegen, wenn man dann da zum Beispiel eine kleine Wand baut, obwohl der Bereich zum Beispiel nur bis nach hier vorne geht. Aber dann kommen da hinten zumindest die Angreifer nicht durch. Dieses große Gebiet befindet sich auf etwa minus 198 und minus 700. Es ist übrigens auch in der Nähe von zwei Bossen, und zwar von Broncheri Level 23 und von Lunaris Level 32. Ein bisschen weiter hier oben ist auch nochmal der Level 11er Gumos, und ihr könnt auch komplett hier einmal rüberfliegen, dann habt ihr hier das Naturschutzgebiet unten. Ein weiteres Gebiet wäre das hier. Und ihr seht schon, hier sind diverse Vorkommen, allerdings auch viel Stein natürlich dabei. Hier unten ist einmal Erz, hier oben ist einmal Erz, hier ist auch noch ein Erzvorkommen. Man hat hier allerdings auch direkt den Wegschrein dran, also könnte man das theoretisch auch benutzen, einfach nur zum Farmen. Und hier hinten gibt es nochmal einen Baum, den ihr benutzen könnt, um eure Angriffstechniken zu farmen. Aber so grundprinzipiell, wenn ihr jemand seid, der gerne groß baut, also gerne zwei Palboxen verbindet, vielleicht sogar drei, habt ihr hier auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Es ist relativ eben bis auf dieser Eingangsbereich hier vorne. Da ist übrigens auch nochmal ein Erzvorkommen. Und ihr solltet hier in der Regel auch keine Probleme mit Angreifern haben, zumindest nicht von der Seite vom See aus. Die einzigen Punkte, die natürlich schwierig werden könnten, sind hier vorne die beiden Wege. Von da aus können sich natürlich auch Angreifer zu euch verirren. Ihr könntet natürlich theoretisch auch hier oben den Bereich komplett abholzen. Dann habt ihr auch noch mal eine riesige Fläche, wo ihr bauen könnt. Und ja, im Endeffekt ist es das Gleiche. Ihr könnt nur von einer Seite in diesem Fall hier angegriffen werden. Hier gibt es auch nochmal Erzvorkommen. Es liegt halt alles sehr nah beieinander. Aber für diejenigen, die sehr, sehr viel Platz brauchen, kann ich hier diesen unteren Teil wirklich nur empfehlen. Das Ganze liegt im Bereich minus 172 und minus 543. Ein weiteres tolles Gebiet, was ich euch wirklich nur empfehlen kann, wo ihr allerdings nur eine etwas kleinere Basis aufbauen könnt, beziehungsweise ja, ihr könnt theoretisch auch zwei Palboxen nutzen, wenn ihr das möchtet. Das ist dieser Ort hier. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus, als ich es euch gezeigt habe, weil ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen mit meinen Top 5 Bases, glaube ich. Und da habe ich hier vorne die Bäume ein bisschen weggeholzt und dann konnte man hier diesen wunderschönen See besser sehen. Und ja, im Endeffekt hier habe ich die Basis hingebaut auf der Seite. Theoretisch könntet ihr jetzt hier so das ganze Stück für euch beanspruchen und dann, wenn ihr möchtet, mit einer zweiten Base nochmal den Teil hier oben beanspruchen. Da habt ihr nämlich ganz viele Erzvorkommen. Einmal das eine in der Mitte, dann gibt es hier oben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Erzvorkommen, die ihr insgesamt hier oben finden könnt. Dann muss ich allerdings auch noch dazu sagen, hier oben haben wir noch ein Lager mit Wilderern. Die sind aber nicht ganz so hochlevelig, also die sind so im 20er-Bereich etwa. Das heißt, die sollten, wenn ihr schon ein bisschen größer seid vom Level her, für euch absolut kein Problem sein. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass man da mal gucken kann, welche Pals da gerade drin stecken. Und ob man die befreien möchte oder eben nicht. Und so sieht das Ganze jetzt aktuell bei mir aus. Ja, ich habe viele Sachen angefangen und noch nicht beendet. Das werde ich aber nach und nach tun. Und dann gibt es auch von jedem ein einzelnes Video. Hier gibt es dann auch nochmal eine Erzfarm, die abgearbeitet wird. Da standen auch ein paar mehr von den Steinen. Kohle und Holz haben wir hier auch unendlich viel. Wir haben einen kleinen schönen See mit dabei und ein Häuschen, wo tatsächlich alles drin gebaut werden kann, was man braucht. Ich habe oben eine Etage für meine privaten Gemächer sozusagen und hier unten habe ich eine Etage, wo dann die Fließbänder noch reinkommen,
wo die Betten drin sind. Und ein paar von den Betten werde ich wohl woanders noch hinstellen. Hier draußen kommen dann die Felder hin, wie man sieht. Da kommen natürlich noch mehr hin. Zuchtstation ist da. Brütstation ist da. Hier ist alles da, was die Pals brauchen. Zwar auf einem kleineren Fleckchen Erde, aber man hat trotzdem genug Platz, um sich eine süße, aber funktionale Base zu bauen. Die Koordinaten hiervon sind etwa minus 259 und minus 370. Es ist hier in der Nähe von dem Wegschrein Sphäre des Donnerdrachen. Da habt ihr dann auch nochmal den Boss Level 31 Relaxaurus Lux in der Nähe. Und hier unten habt ihr dann auch nochmal den Level 25er Fenglope. Den erreicht ihr, indem ihr hier am Wasser in eine Höhle reingeht und dann zu ihm einfach weiter durchlauft. Eine schöne Ecke, allerdings muss ich sagen, eine nicht ganz so schöne Ecke für den Basenbau, da es hier ziemlich uneben ist, ist diese hier. Ihr müsst euch auf jeden Fall feuerfeste Kleidung anziehen, wenn ihr euch hier bewegen wollt. Aber ihr findet hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Eisenvorkommen. Zusätzlich gibt es hier drin nochmal ein Säckchen, was da liegt. Ich weiß nicht, ob das immer wieder spawnt. Und ihr könnt hier in der Gegend auch diese Ragnarhawks, glaube ich, heißen die, theoretischerweise farmen. Und hier gibt es in der Nähe auch Schwefelvorkommen. Hier könnt ihr zum Beispiel Schwefel abholzen. Da unten gibt es nochmal Schwefel, da gibt es Schwefel, da gibt es Schwefel, da gibt es Eisen. Und hier hinten haben wir nochmal drei Vorkommen mit Kohle. Und da hinten gibt es dann nochmal Schwefel. Hier gibt es noch zweimal Schwefel. Also ihr seht schon, da hinten gibt es nochmal Schwefel, da gibt es Schwefel. Wenn ihr hier so durchfliegt oder lauft, dann könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel davon finden. Und hier gibt es auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schwefelvorkommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da oben dann auch nochmal 3. Da hinten gibt es wieder Schwefel, da gibt es Eisen, da unten gibt es Eisen. Also wenn ihr euch hier eine Farm machen wollt, hier gibt es auch nochmal ein Ei, dann denke ich, ist das hier oben eine ganz gute Möglichkeit, sich hier in der Ecke was aufzubauen. Für mich persönlich eigentlich der einzige Raum, wo man sich tatsächlich ein bisschen was aufbauen kann. So kann man automatisch das Eisen hier abfarmen lassen, eine kleine Base oder vielleicht auch eine größere aufbauen und hat tatsächlich dann auch immer sehr, sehr viel Schwefel und sogar Kohle in der Nähe. Also eigentlich von dem, was man hier direkt erreichen kann, ein absoluter Top-Spot. Vom Bautechnischen her nicht so unbedingt. Und zwar liegt das Ganze bei minus 683 und minus 288. Hier ist übrigens auch ein Boss relativ in der Nähe. Das ist der, mit dem ich hier die ganze Zeit am Fliegen bin. Das ist der Jetdragon. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sobald ihr Level 50 seid. Im Übrigen, wenn ihr hier über die Mauer fliegt und ein Stück nach unten fliegt. Ihr seht übrigens hier rechts auch schon wieder diverse Vorkommen. Direkt hier vorne am Eingang von diesen zwei runden Türmen. Da gibt es dann auch nochmal einen Baum. Da könntet ihr dann theoretisch auch regelmäßig eure Angriffe farmen. Übrigens, dieser Ort eignet sich rein theoretisch auch zum Bauen. Ich persönlich finde ihn allerdings nicht so schön und es ist auch nicht so eben, dass man zum Beispiel dahinter richtig gut bauen kann oder davor ist der Platz halt eben auch relativ klein. Aber es ist zumindest eine schöne Optik und man kann da theoretisch auch was mitmachen. Ein guter Spot, um Schwefel zu farmen, aber ein mega schlechter Spot zum Bauen. Zumindest weiß ich nicht, ob man tatsächlich hier über die Lava bauen kann. Ansonsten könnte man natürlich versuchen, erstmal hier etwas Metall hinzubauen, eine Box in die Mitte zu setzen und tatsächlich hier irgendwie drüber zu bauen. Wir haben nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schwefelvorkommen direkt an einer Stelle.
und ein Eisenvorkommen. Wenn ihr diesen Spot also haben möchtet, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach hier unten eine Box hinstellen, immer hierhin teleportieren, euch die Schwefelvorkommen abfarmen und das Eisenerzvorkommen und dann direkt wieder auf dem Weg weitermachen. Ich wollte euch den Spot auf jeden Fall gezeigt haben. Und zwar befindet er sich hier bei minus 589 und minus 402. Das ist im Übrigen auch in direkter Nähe von dem Level 48er Boss Astegon. Relativ in der Nähe von dem letzten Punkt, und zwar bei diesem Turm hier, habt ihr nochmal einen guten Spot, wo ihr ja theoretisch bauen könntet. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht in der Nähe von dem Turm. Allerdings braucht ihr das gar nicht, weil wir hier zwei Wegschreine haben. Einmal den hier unten und einmal den natürlich oben auf dem Turm, den ihr auch freischalten könnt, wenn ihr den Boss noch nicht gemacht habt. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schwefelvorkommen, die ihr abfarmen könnt. Allerdings, wie ihr auch sehen könnt im Hintergrund, ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil eben waren hier noch die Palbruderschaft zugange, jetzt sind die Pals irgendwie aufeinander aggro. Also ich weiß nicht, was man hier für Dämpfe abbekommt, die ja aus dem Vulkan rauskommen. Aber es können auf jeden Fall keine guten sein. Der Spot an sich befindet sich hier etwa bei minus 598 und minus 514. Das ist beim Wegschrein Turm der Bruderschaft der ewigen Lohe, beziehungsweise in der Nähe vom Turm der Bruderschaft der ewigen Lohr. Wenn ihr nun vom Turm aus in Richtung, ja, ich sag mal Wüstenlandschaft guckt, seht ihr hier diesen riesigen Bereich, wo Wasser ist. Ihr seht eine große Brücke in der Umgebung und bei genauerem Hinschauen eine Anubis-Statue. Hier gibt es jetzt verschiedene Plattformen. Man könnte natürlich theoretisch auch schauen, ob man hier oben auf den kleineren Plattformen bauen möchte. Aber es gibt eine viel, viel schönere. Und zwar gibt es direkt vor der Anubis-Statue, sozusagen im Schoß von Anubis, gibt es diese Plattform. Ich persönlich würde hier vielleicht nicht unbedingt bauen wollen, aber ich muss dazu sagen, zum einen ist sie eigentlich raid-sicher. Ich weiß nicht, ob von da hinten irgendwelche Angriffe kommen können. Man sieht hier unten schon die Bruderschaft, aber die kommt natürlich nicht hier rüber. Und da hinten ist auch nochmal ein Wasserfall. Von unten kann es eventuell sein, dass Angriffe kommen können, weil hier gibt es natürlich noch einen Weg runter oder vielleicht von da hinten. Aber dann könntet ihr natürlich dafür sorgen, dass ihr ja spätestens hier vorne dann ein Tor hinmacht oder vielleicht hier, naja, hier vorne wird es wahrscheinlich eher nicht gehen, weil hier noch der Wegschrein ist. Aber hier könntet ihr theoretisch eine Base aufbauen, wenn ihr das denn möchtet, wenn ihr etwas Besonderes in der Nähe haben möchtet, wie diese Anubis-Statue. Es gibt ja auch noch Eisen beispielsweise direkt hier vorne. Es gibt hier einen Baum, wo ihr Angriffe pflücken könnt. Und es gibt hier verschiedene Stellen. Ich glaube auch hier hinten, genau hier ist noch eine Stelle, wo ihr ein Ei holen könnt auf der Spitze des Schwanzes. Und hier gibt es auch verschiedene Sachen, die ihr noch finden könnt. Eben habe ich noch irgendwo eine Truhe gesehen, die ich jetzt gerade auf Anhieb nicht mehr finde. Ich glaube, ich hatte sie gesehen, als ich hier vorne rumgeflogen bin. Bin mir aber nicht sicher. Doch, hier vorne war sie. Da gibt es noch mal eine Truhe, die ihr ernten könnt. Dann ja immer mal wieder so zwischendurch sind hier Truhen oder ähnliches zu finden. Und hier in der direkten Umgebung, nämlich direkt hier links, gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kohlevorkommen, die ihr auch nochmal abernten könnt. Theoretisch könntet ihr hier auch eine Palbox hinstellen, sodass das Ganze automatisch läuft. Ein Ei könnt ihr hier auch regelmäßig abernten. Also zumindest von der Optik her, auch wenn es jetzt natürlich mal wieder dunkel wird, irgendwie schaffe ich es nicht, die ganzen Sachen im Hellen zu zeigen, weil das Spiel sich denkt, ey, du hast wieder drei Sachen vorgestellt, jetzt mache ich dir erstmal wieder den Sonnenuntergang rein. Aber so grundsätzlich von der Umgebung her, ich finde es richtig, richtig klasse. Ich finde es toll, dass hier überhaupt so ein Ort drin ist. Und ja, wenn ihr hier bauen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Die Koordinaten hierzu sind minus 552 und minus 626.
Dann gibt es noch diesen tollen Ort hier. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier die Palfreunde mal wieder ihr Unwesen treiben. Und zwar sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzvorkommen und sogar ein Kohlevorkommen. Und da hinten sind sie schon wieder am Kämpfen. Hier gibt es außerdem noch einen Baum, wo ihr Angriffe ernten könnt. Und hier oben, wenn ihr hier oben hingehen solltet, gibt es noch ein Dorf. Damit sollte es aber keine Probleme geben. Es sei denn, ihr versucht, deren Ressourcen zu klauen bzw. deren Pals zu stehlen. Da hinten durch gibt es auch noch mal zwei Dungeons insgesamt, wenn ihr in die Richtung guckt. Also da könnt ihr auch noch reingehen. Und es gibt jede Menge Ressourcen. Es gibt hier eins, zwei, drei, vier, fünf Erzvorkommen alleine noch mal in der Nähe von dem Lager. Und hier drumherum gibt es auch noch mal diverse Vorkommen, die ihr holen könnt. Außerdem gibt es einen recht schönen Blick, wie ich finde, hinten auf die Kreisstadt, wie ich sie nenne. Es gibt hier Seen in der Umgebung und eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Wenn ihr hier unten angekommen seid, ich zeige euch das mal kurz, habt ihr ein kleines Lavendelfeld. Nichts Besonderes, aber es ist nochmal ein hübscher Aufwärter. Und das Ganze befindet sich etwa bei minus 30 und minus 165. Ein weiterer guter Ort, entweder für eine Basis oder zumindest um Erz abzubauen, ist dieser Ort hier. Er liegt leider mitten, ja, ich sag mal, im Wüstenbereich. Deswegen ist er optisch vielleicht nicht ganz so schön. Man kann hinten noch den magischen Baum, nenne ich ihn jetzt mal, sehen. Ansonsten hat man einen sehr schönen Meeresblick hier. Und wie man hier sehen kann, man hat auch direkt Kohle in der Nähe. Und zwar ist das hier, da hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzgebiete, also Erzvorkommen. Das mit dem Bauen könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Man hat zwar viel Raum zum Bauen, aber man hat auch immer wieder diese störenden Elemente hier dazwischen. Und da muss es natürlich, ja, das ist natürlich Geschmackssache, ob man hier bauen möchte oder nicht. Man kann es auch einfach nur so machen, dass man sich hier einen Punkt hinstellt, wo man dann immer hingehen kann und das Ganze abfarmen kann. Da hinten ist auch noch mal ein einzelnes Schwefelvorkommen, was ihr abbauen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt hier weitergeht und hier den Berg hinuntergehen würdet, dann hättet ihr noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kohle Vorkommen, die ihr dann auch noch mal abernten könnt. Naja, und ansonsten findet ihr in erster Linie ein bisschen Stein und so weiter in der Gegend. Aber das findet ihr ja überall. Das Eisenvorkommen findet ihr genau bei minus 771 und minus 668. Und das Kohlevorkommen befindet sich dann bei minus 760 und minus 688. Ebenfalls ein schönes Gebiet, aber naja, man kann drauf bauen, aber es ist ein bisschen tricky, ist dieser Bereich hier. Wir haben hier ein Ei, was wir farmen können. Und wir haben, wie ihr seht, eine Basis, die ja eigentlich nicht angegriffen werden kann. Ich weiß nicht, ob hier oben überhaupt jemals irgendetwas hinkommt, weil es ist doch sehr, sehr abgeschieden. Wir haben hier vorne beispielsweise ein Eisenerzvorkommen, was man farmen kann. Und hier auf dem eigentlichen Teil, den ich euch zeigen möchte, ist auch noch mal ein Eisenerzvorkommen und 1, 2, 3, 4, 5 Vorkommen von Steinkohle. Und ihr könntet jetzt theoretisch zum Beispiel mit zwei Boxen arbeiten. Ihr könntet eine Box hier oben hinstellen und eine Box hier unten hinstellen und dann drumherum alles bauen. Das heißt, ihr könntet auf jeden Fall eine gute Basis hier hinbauen, aber ihr müsst dann auch ein bisschen geschickt damit sein, mit den Höhenunterschieden zu arbeiten und so weiter. Dann hättet ihr allerdings einen guten Kohlevorrat, den ihr euch anlegen könnt. Und aufgrund der Lage ist die Basis auch nicht leicht angreifbar, wenn überhaupt etwas hier hinkommt. Wenn ihr Erfahrung damit habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Koordinaten befinden sich bei minus 702 und minus 637.
ein gutes Eiseerz-Vorkommen inklusive eines Dungeons direkt nebenan habe ich hier in der letzten Ecke sozusagen gefunden. Eine Chest steht noch da hinten und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erzvorkommen. Wenn man mal so schaut, es sieht hier ziemlich düster aus. Ich weiß aber nicht, ob sich hier überhaupt irgendwelche Feinde drin verirren. Ihr seht auch hier direkt in der Umgebung, wenn man ein bisschen rumfliegt, findet man noch verschiedene Erzvorkommen, die man theoretisch auch mit abbauen könnte. Ihr könnt natürlich auch direkt diesen Teleport hier unten nutzen. Dann braucht ihr nur, ja, den vorgezeichneten Weg zu folgen im Endeffekt. Und dann könnt ihr euch hier oben direkt zu schaffen machen an den Erzvorkommen. Das Ganze befindet sich etwa bei minus 418 und minus 600. Der Wegschrein, den ich meinte, heißt übrigens Ruinen der antiken Zivilisation. Außerdem befindet sich hier oben einmal der Boss Level 49, nämlich das Blasamut. Ein weiterer guter Spot und gleichzeitig auch eine riesige Fläche, wo ihr bauen könnt. Es ist leider sehr, sehr uneben, aber normalerweise müsste man hier auch gut bauen können. Ich werde es vielleicht mal probieren, ich muss mal schauen. Das ist dieser Spot. Ihr seht schon, hier unten gibt es eine Chest. Dann gibt es hier einen Baum, wo ihr wieder eure Angriffe, die ihr den Prals beibringen könnt, farmen könnt. Dann habe ich hier oben, genau, hier ist noch ein Ei gewesen. Hier habe ich nochmal eine Kiste gesehen. Hier gibt es übrigens auch tolle Gegner, die man mal eben einfangen kann, wenn man das entsprechende Level hat. Aber wenn man noch nicht so weit ist, seid gewarnt. Hier ist jetzt aktuell ein 41er Suzaku, mit denen es nicht zu spaßen. Das heißt, kommt hierher, baut die Basis, lockt euch aus und wieder ein. Oder kommt erst hierher, wenn ihr das entsprechende Level habt. Dann gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kohlevorkommen. Ich glaube, es sind sogar 8, genau, 8 Kohlevorkommen. Ich kann es bei diesem komischen Schummerlicht hier gerade nicht so richtig sehen. Ein bisschen Steine gibt es auch noch hier, ansonsten gibt es hier weit und breit nichts. Und wenn ihr nach einer Basis sucht, die man nicht raiden kann, dann seid ihr hier auch genau richtig. Weil komplett auf allen Seiten, wie ihr sehen könnt, gibt es nichts außer tiefen Kanten. Ja, wenn ihr hier das Ganze flach bauen könnt und möchtet, dann macht das, weil es ist wirklich eine zwar nicht optisch schöne Gegend, aber eine sehr schöne Gegend, wo ihr nicht geradet werden könnt und wo ihr eine sehr, sehr große Basis zudem auch noch aufbauen könnt. Ich meine, ihr seht ja schon alleine hier in dieser Ecke ungefähr, ich denke mal, wenn ihr ungefähr hier die Palbox hinstellen würdet, würdet ihr einen ziemlich großen Gebiet davon beanspruchen können. Ihr könntet rein theoretisch sogar alle drei Palboxen hier hinstellen, wenn ihr einen riesigen Bereich haben wollt. Aber gut, das ist natürlich die Frage, ob das Sinn und Zweck macht, sich hier komplett niederzulassen. Klar, ihr habt dann die Ressourcen, dass ihr ganz viel bauen könnt. Aber das Einzige, was ihr natürlich dann automatisch abbauen könnt, ist hier die Steinkohle. Es gibt hier leider kein Erzvorkommen. In der Nähe sehe ich jetzt auch gerade auf die Schnelle nichts, weil die Umgebung hatte ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Das heißt, Steine werdet ihr auf jeden Fall hier noch finden. Erzvorkommen, ja doch, hier vorne sind ein paar. Da müsstet ihr dann allerdings runterfliegen. Hinten ist auch nochmal ein Kohlevorkommen. Hier ist ein Steinvorkommen, hier sind ein Eisenerzvorkommen, hier sind nochmal diverse Steinvorkommen und hier ist nochmal ein Eisenerzvorkommen. Also ihr habt schon was in der Nähe, aber naja, es ist ein bisschen dürftig. Es ist natürlich kein großes Vorkommen, was ihr hier habt. Wenn ihr allerdings fliegen könnt, und das solltet ihr, wenn ihr hier eine Basis erbauen könnt, dann kann ich euch nur empfehlen, mal einen Abstecher hier in diese Wüstenstadt zu machen. Denn da gibt es auch nochmal einen Palhändler und einen normalen Händler und so weiter. Ihr könnt natürlich auch einfach hier rüber porten. Hier gibt es nämlich direkt davor noch einen Port und auch nochmal ein Kohlevorkommen. Die Wüstenstadt würdet ihr hier oben finden bei 357 und 349.
Und die Basis könntet ihr euch theoretisch errichten bei etwa 302 und 248. Wenn ihr Schwefel farmen wollt, habe ich noch einen tollen Tipp für euch. Und zwar dieses Gebiet hier. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vorkommen an Schwefel. Und zwar wurde mir dieser Spot durch die Community mitgeteilt. Den hatte ich noch gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Aber so wie es hier aussieht, man kann hier wohl auch recht gut bauen, weil es ist relativ eben. Also wenn man hier einfach so ein paar Platten durchziehen würde, könnte man jetzt zum Beispiel bis hier vorne dann noch was Gutes bauen. Dann könnte man das Ganze hier definitiv auch automatisch abfarmen lassen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob die Pals sich eventuell hier in der Lava drin verirren könnten. Also zur Sicherheit könntet ihr, auch wenn das natürlich auf euren Platz geht, die Box sehr, sehr weit nach rechts stellen. Hier ist übrigens auch nochmal ein Vorkommen, weil wenn ihr natürlich hier unten baut, falsch rum, dann können die Pals nicht einfach so hier hochlaufen. Das heißt, hier oben das Gebiet ist schon mal safe. Es ist dann halt nur ein bisschen toter Raum, den ihr dann hättet. Hier in dem Gebiet könntet ihr dann theoretisch, wie gesagt, bauen, könntet Betten bauen und so weiter, alles, was man braucht. Und das Gebiet hier links könnte man dann zumindest so insofern eingrenzen, entweder indem ihr das Ganze hier auch blau habt und ihr so ein bisschen hier am Rand entlang gerade baut und dann tatsächlich überall eine Mauer hochzieht, sodass die Pals da nicht reinfallen können. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Oder falls das schon funktioniert, indem ihr die Palbox sehr weit nach rechts setzt, sodass der Bereich links nicht alles blau ist. Aber ich denke mal, die Option, dass man das Ganze hier gerade zieht und dann eine Mauer durchzieht, ich denke mal, dass das die bessere Option diesbezüglich ist. Das Ganze findet ihr dann hier ungefähr auf der Stelle minus 742 und minus 446. Ein weiterer Spot, den ich auch ziemlich gut finde, der aber leider, naja, sehr uneben ist, muss man sagen. Aber solltet ihr vorhaben, hier oben zu bauen und das Ganze ein bisschen zu ebnen, kann ich euch nur garantieren, nehme ich zumindest an, ich habe es noch nicht ausprobiert, dass euch hier nichts und niemand angreift, weil es ist wirklich sehr, sehr hoch hier oben an den Dünen. Und ja, ihr findet vieles. Ihr findet hier zum Beispiel wieder eine Truhe. Ihr findet hier Erz. Ihr findet natürlich auch Gegner. Hier ist auch nochmal Eisenerz und direkt hier in der nächsten Düne. Da hinten findet ihr nochmal eine Truhe. Dann gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gibt es hier noch einen versteckten? Ich glaube nicht. 8 Vorkommen an Kohle, die ihr abfarmen könnt. Und ja, mal abgesehen von den Gegnern hier. Ihr seht, die haben hier rum Level 30. Ansonsten ist das hier wirklich eine große, sehr, sehr weitläufige Fläche, wo ihr rein theoretisch auch gut bauen könnt. Da hinten ist auch wieder Erz, hier zwischendurch ist auch wieder Erz. Das heißt, ihr könntet euch das ein bisschen eben machen und das Ganze hier automatisch abfarmen lassen. Ich kann euch dann allerdings nur empfehlen, wenn ihr hier oben wirklich bauen wollt und nicht nur so ein Lager mit automatischer Ernte, sage ich mal, machen wollt, dass ihr dann mehr als eine Palbox hier hinstellt. Das heißt, eine Palbox sollte schon den Bereich von der ganzen Kohle hier decken und eine könnte dann euer eigentliches Lager machen. Zum Beispiel hier oben den Bereich, den könnt ihr nutzen. Das ist relativ eben noch, abgesehen von dieser Düne hier. Oder je nachdem, wie weit die andere Palbox geht, den Bereich hier, wo die ganzen Bäume sind. Das ist auch relativ eben noch. Das heißt, da könnt ihr wahrscheinlich dann noch am besten bauen. Ich wollte euch den Spot aber auf jeden Fall nicht vorenthalten, weil hier doch massiv auch an Kohle noch ist. Zudem ist hier hinten, wie ihr sehen könnt, auch nochmal ein Baum vorhanden, wo ihr entsprechend auch Früchte ernten könnt. Der Kohlespot an sich befindet sich ungefähr in der Position 315 und 495.
Übrigens, nur so als kleiner Tipp, solltet ihr wirklich groß bauen wollen, direkt nebenan haben wir hier auch nochmal eine riesige Fläche, wo ihr theoretisch auch bauen könnt. Da gibt es auch nochmal einen Shiny. Nebenbei bemerkt, leider wird es jetzt gerade dunkel, dadurch, dass der Kampf mit dem Shiny so lange gedauert hat. Hier direkt nebenan gibt es nochmal ein Erzvorkommen und zwar mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vorkommen. Das andere ist Stein, genau, das andere ist Stein. Und das befindet sich genau an der Position 435 und 520. Dann gibt es noch den, wie ich finde, mit Abstand schönsten Platz. Ich weiß nicht warum, aber mein Herzblut liegt irgendwie da dran. Und das ist dieser wundervolle Ort. Wenn ihr direkt zu Beginn startet, es gibt einen Wasserfall, es gibt hier einen kleinen See, eine Brücke. Und ihr seht schon im Hintergrund, da oben sind wir gestartet. In der Regel, wenn wir diesen Ort nicht anders ausgewählt haben. Und haben unseren allerersten Wegschrein aktiviert. Und dann brauchen wir eigentlich nur hier die Klippen runter zu gehen. Und dann haben wir diese wundervolle Stelle hier. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit man ein bisschen mehr davon sieht. Mit einer Palbox deckt man im Prinzip diesen ganzen Kreis hier ein. Kommt hier sogar noch ein bisschen drüber, je nachdem wie man sie stellt. Und man kann hier wirklich alles so schön bauen, dass man alles, was man braucht, hier verwenden kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich zu. Ich werde euch einmal das zeigen, was ich in meiner, wie ich finde, besten Base gebaut habe. Ja, und so sieht das Ganze bei uns aus auf dem Server, weil da haben wir es ja auch schon gemacht. Beziehungsweise da habe ich es genauso nachgebaut oder fast genauso nachgebaut wie auf meinem privaten Stand. Wir haben alles, was wir brauchen hier drin. Wenn wir ins Haus reinfliegen, sehen wir hinten auch die Laufbänder hier. Die müssen natürlich, beziehungsweise das dritte muss noch ausgetauscht werden. Alle Pals haben ein Bett hier in der Wohnung. Hier werden Eier ausgebrütet und es gibt sogar eine kleine Ecke, ja, wo die Pals sich ein bisschen entspannen können oder ein bisschen rumwerkeln können oder ähnliches. So sieht also das Ganze von außen aus. Was mich ein bisschen stört, ist immer dieser blaue Streifen, der das Gebiet markiert, weil sonst sieht es noch schöner aus in dem Ganzen. Alles ist gut untergebracht hier an der Seite, im Haus, hinterm Haus. Hier ist es nur ein bisschen enger als auf meinem privaten Stand, weil ich die nicht ganz so hundertprozentig reingestellt habe, wie ich es dort gemacht habe. Das ist aber kein Problem. Ihr seht, auch oben ist alles eine private Ecke, sage ich jetzt mal. Eine Ausruhecke mit Fernseher, die Alchemie-Ecke, dann nochmal der Bereich vom Wirtshaus hier oben und so weiter und so fort. So sieht das Ganze hier aus und ja, so könnte auch eure Basis aussehen oder natürlich auch so ähnlich. Hier unten habe ich übrigens nur drauf gebaut, weil ich immer ein bisschen Panik hatte, dass wenn die mal wieder hinter dem Gitter unterwegs sind, das ist leider ein Bug, der bis heute noch nicht gefixt worden ist, dass sie dann hier runterfallen könnten. Aber normalerweise sollte es da keine Probleme geben. Ja, schaut es euch an. Ihr könnt natürlich auch andere Häuser hier bauen, beziehungsweise eine kleine Stadt hinbauen oder ähnliches. Auf jeden Fall finde ich es ein wunderschönes Gebiet hier. Und die Koordinaten findet ihr hier in 233 und minus 490. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht kanntet ihr den ein oder anderen Spot noch nicht. Vielleicht seid ihr auch jetzt neugierig geworden und möchtet euch woanders niederlassen oder nochmal einen neuen Spielstand starten. Muss ja nicht jeder so verrückt sein wie ich mit ungefähr 15 Spielständen, glaube ich. Wo ihr dann nochmal alles von vorne anfangt und eure Bases woanders hinlegt. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Spots kennt, die man unbedingt gesehen haben muss, wo man ja gut farmen kann zum Beispiel, wo man gute Automatikbasen anlegen kann oder die einfach nur hübsch aussehen, dass man da schön bauen kann.
und dieser Lust dann auch frönen kann, wenn man zum Beispiel den Raid ausgeschaltet hat oder ähnliches. Und mit dieser letzten Szene verabschiede ich mich dann auch von euch und sag dann einfach mal bis zum nächsten Video, sofern meine Pals mich dann mal dazu kommen lassen. Bis dann! Ciao! Hey! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.